Hallöchen, meine Lieben. Heute habe ich ein tierisches DIY-Rezeptvideo für euch. Und zwar machen wir heute Pferdecookies. Und ja, ich habe gedacht, ich möchte meinen Pferden zu Weihnachten auch eine Kleinigkeit gönnen. Und ja, deswegen gibt es auch für die was Leckeres. Und ich würde sagen, ja, lasst uns beginnen. Und für die Pferdeleckerlis benötigen wir 4 Tassen Pferdemüsli, welches ich genommen habe, verlinke ich euch nochmal oder schreibe es euch im Video mit drauf, weil ich weiß gar nicht jetzt, wie das heißt. 3 Löffel Zuckerrübensirup, 1/2 Packung, also 2 Päckchen drin, 1/2 Packung von der Gelatine Fix von Dr. Oetker. Dann brauchen wir 1/4 Tasse heißes Wasser und 1/3 Tasse Mehl. Und das mixen wir jetzt zusammen. Und zwar habe ich das Müsli von Josira. Das ist der leichte Mix. Das ist haferfreies Müsli. Und ja, das nehme ich dazu. Das mögen meine Pferde gerne. So, dann mixen wir das mal zusammen. Und zwar erst das heiße Wasser. Dann die 3 Esslöffel von dem Sirup. Was wäre ein Pferdefan, der sein Pferdchen nichts zu Weihnachten schenkt? Einfach noch mal ein bisschen schwenken, damit sich der Zuckerrübensirup am Boden ein bisschen auflöst. So, dann geben wir das Puzzle-Deckchen von dem Gelatine-Mix dazu. Gebe das Müsli mit dazu und das Mehl natürlich und vermische das miteinander. Den Rest jetzt einmal mit der Hand. Das klingt vielleicht schön sehr, sehr lecker. Und dann habe ich hier solche Cupcake-Förmchen, die habe ich von Ikea mitgenommen, glaube ich. Ja, die sind von Ikea. Und fülle die. Mit der super klebrigen Masse. Schön fest. Und tue die dann zur Seite. Drück das Ganze mit dem Löffel nochmal schön fest in die Form, damit es auch alles schön zusammen bleibt. So, ich habe jetzt die Pferdeleckerlis bei 160 Grad 25 bis 30 Minuten ungefähr habe ich die backen lassen, habe die aus dem Backofen genommen und drehe die, stürze die quasi auf dem Brettchen und lasse die so abkühlen. Und ja, dann können wir sie nachher rausnehmen und können wir gleich mal gucken, ob meine Pferdchen die mögen. Abschlecken einmal. Einmal abschlecken. Oh, abschlecken. So lecker ist das. Also nochmal, ich glaube, den hat es richtig gut geschmeckt. Ja, ich denke, ich werde mal noch ein paar machen mit den verschiedenen
mit verschiedenen Variationen. Und ich habe eigentlich gedacht, es ist zu groß. Aber für die Großen hier ist das eigentlich ideal. Ich habe jetzt mal ein paar verschiedene Variationen gemacht und unterschiedliche Formen. Die könnte man dann so verpacken und an jemanden schenken, der vielleicht auch Pferde hat. Und wenn ihr noch mehr Rezepte, Pferdecookie-Rezepte haben wollt, dann schreibt mir das in den Kommentaren. Und ja, ich würde sagen, Merry Christmas zu unseren Pferden. Yeah!